Hallo zusammen zur dritten Folge mit Kamera. Ja, ich wollte tun. Ich weiß gar nicht, was ich tun wollte. Da hinten haben wir fertig gebaut. Ich wollte einen Verzauberungstisch bauen, habe ich gemacht. Ich habe da hinten zugebaut, das habe ich auch gemacht. Ich habe Kühe gefüttert, habe ich gemacht. Ich wollte noch ein Haus bauen. Und das Haus muss noch zu Ende eingeräumt werden. Oh Gott, ich brauche jemanden, der dekorieren kann. Baby-Zombie sitzt auf dem Dach. Hallo, was geht mit dem? Sag, gibt's? Ach, der fliegt auf dem Hühnchen? Hehe. Jetzt esse ich deinen Freund. Oh, geht nicht. Die Brücke da hinten will ich noch fertig bauen. Ich will noch ein Häuschen hier hinbauen. Warte mal, wie mache ich das? Unten nochmal, okay. So, gerade hier so ein kleines Häuschen. Reicht mir vollkommen. Bin jetzt gerade am Überlegen. Also eigentlich hätte ich das gern anders da. Tut mir leid, Ecki, aber das muss jetzt weichen. Soll irgendwie so. Es soll einfach aussehen wie die anderen Häuser. Jetzt hier gern so wenigstens einigermaßen. So ein bisschen wenigstens. Gleich. Es muss ja nicht von außen. Alter, was baue ich denn da für einen Müll zusammen? Ach, langsam. Hau ich die Dinger da unten aber auch raus. Und mach dann hier so. Das passt doch viel schöner zusammen. Wo ist die Tür? Da ist die Tüten. Das ist ein Knochen, da ist die Tür. Gott, ist das bescheuert. Eben wollte ich gerade sagen, hat er einmal hier Buche und einmal hier Eichenholz, aber nee, ist alles Buche. Das ist wenigstens etwas gut. So, dann mache ich hier noch. Das brauche ich nicht zu ändern, das sieht ja eh keiner und interessiert auch keinen. Aber das hier muss ich dann wieder ändern. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich finde, das sieht dann einfach viel mehr nach unserer Stadt aus, wenn das einfach alles ein bisschen gleicher ist. Das war nicht beabsichtigt. Und was auch noch einen sehr positiven Effekt hat, ich krieg noch ein bisschen Holz. Und das kostenlos. Zwar nicht viel, aber ich mein fast ein Stack, ne? So, das sieht doch. Oh, das sieht doch viel schöner aus, gell? Ja, das finde ich einfach angenehmer. Ich würde hier gerne noch in der Reihe noch ein bisschen Stein machen, aber ich will ja auch nicht zu viel ändern. Aber das Fundament sollte halt einfach Stein sein, finde ich. So, dann machen wir hier. Hier machen wir noch so ein kleines Häuschen. Hier muss gar kein so großes Haus sein. Das darf hier auch gerne ein bisschen eckig sein. Eckig wie Ecki. Oh Gott, ich werde ja jetzt aufgenommen, das sieht man ja. Auch hier ein Turm. Oder? Ein Turm? Ein schönen Turm? Ja, ich glaube, ich baue hier einfach einen schönen Turm hin. 3, 14, 4. 3, 4. So, das weg. Stehen hier eigentlich überall Fackeln, war ich das? Ich glaube ja, wegen den Monstern, dass das so viel gebracht hat, ne? Ich brauche Holz. Oh, da ist genug Holz. Das nehme ich mir mal alles. Meine Sau. Habe ich immer noch nicht weggemacht. Okay, das habt ihr jetzt nicht gesehen, ne? Wisst ihr Bescheid? Sind nur noch die zwei oder was? Ich wollte das schon längst mal weggemacht haben.
Wer nicht weiß, was das ist, einfach mal in Silvester-Special reingucken, dann wisst ihr Bescheid. So. Wie viel Holz haben wir? 54, brauchen wir noch 10. Soll ja dann auch aussehen wie bei uns hier, so ein bisschen in die Richtung zumindest. Noch 2. Ach komm, die 2 lassen wir dann, das macht ja da nichts. So, dann gucken wir mal. Das sieht jetzt vielleicht am Anfang noch einfach so 0815 aus, aber ich habe mir da schon was ganz Cooles gedacht gehabt. Das habe ich gesehen, dann habe ich allerdings, gucke ich mir den ein bisschen ab von einem anderen Spieler. Und, mal schauen, ob der gut ist. Ob euch der gefällt. Vielleicht kennt ihn sogar der ein oder andere. Ich sag jetzt nicht den Namen vom Spieler, weil sonst ist es, du klaust dem. Aber vielleicht erkennt ja irgendjemand den Turm. So. Denke ich, gehen noch 3 Reihen höher. Oh ja, Final Fantasy Musik. Och, ich liebe diese Musik. Bin auch momentan wieder voll am Final Fantasy zocken, so wie ich kann. Vielleicht bringe ich dazu auch mal ein Let's Play raus, das weiß ich noch nicht. Ich habe es mir überlegt, aber mal schauen. Das mache ich dann aber so als Special immer so ein paar. Es geht dann eine Folge mal vielleicht eine Stunde oder sowas. Schauen wir mal. So, dann hätte ich hier gern das. Ich muss erst mal gucken, ob ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Ob das auch wirklich so gut aussieht. So. Jetzt bräuchte man eine Werkbank. Und noch ein paar von den Ziegelsteinen. Steinziegel. Ist ja geil. Baue ich mir hier schnell eine Werkbank oben drauf. Ist doch wurscht. Ne, ich muss das sowieso nach unten. Ich muss nicht nach unten. Sekunde. Hör mal gleich. Ich habe mich gleich entschieden, was ich muss. So, ich muss jetzt erstmal das hier machen. Als ob ich nicht davon schon genug hätte, ne? Dann brauche ich Erde. Die habe ich schon hier. Die Erde kommt hier hin. So. Die Erde muss noch ein Stück zurück. So. Kann ich hier so? Also wie gesagt, der ist jetzt noch ein bisschen in Planung. Ob das jetzt wirklich so wird, wie ich mir das vorstelle, weiß ich noch nicht. Ich hoffe es zwar. Das sollte auch funktionieren. Ja, ich gucke wieder nicht in die Kamera. Ne, das ist wieder so eine Sache. Jetzt ständig in die Kamera gucken. Ich glaube, das reicht mir definitiv nicht. Natürlich reicht mir das nicht. Hätte ja auch einfach ausrechnen können, wie viel ich brauche, ne? Machen wir mal hier einfach mal so weiter, bis wir hier drüben sind. So. Hier laufen. Zack, zack, zack. Das war falsch. Ach, Junge. Oh, nein. So. Geronimo! Gott sei Dank stirbt man nicht so. Wäre ein bisschen unlogisch bei einem Meter tiefem Wasser. 50 cm ist ja noch nicht ein Meter. So. Wieder ein paar Bäume pflanzen, weil wir brauchen die noch. Pflanzen wir einmal ein paar mehr. Das
macht ja nichts. Werden ja wahrscheinlich eh wieder abgeholzt, so wie ich mich kenne. So, hier noch ein. Hier noch ein. Hier. Hier hatte man zwar nichts abgeholzt, aber kann man ja auch mal hinbauen. So, und dann brauche ich ein Bett. Da waren keine Bretter drin. Hoch schnell, solange die Sonne noch off ist. Also die Folgen gehen so schnell durch. Ich bin ja ganz erstaunt, muss ich sagen. Ne? So 15 Minuten Folge, die geht wahnsinnig schnell vorbei. Wir sind schon hier bei die dritte Folge. Ich nehme schon eine Dreiviertelstunde auf. Fast. Ach, gut so wieder, ja, ne? Muss ja alles mal sein, so zwischendrin und zwischendurch. So. Steinziegeln brauche ich noch. Oh, du. Kommt wieder von auf einen Zombie? Nee. Doch. Finde ich lustig, die kommen von oben, machen die Türen auf, schön. Als wär's nix. Aber mal jetzt was anderes. Ich habe eben, glaube ich, verdammt viel Bruchstein gesehen, ja. Weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bruchstein mehr. Das ist Werkzeug. Das ist Werkzeug, das braucht man nicht. Ah ja, Apple, oh, Apple habe ich gar keine. Mal noch das hier. Hier. Das einmal rein, das rein, das tun wir teilen. Das machen wir rein. So. Dann machen wir mal das hier rein. Ach komm, das Essen machen wir jetzt auch mal hier rein. Ich sortiere es wieder irgendwann die Dare. Kommt noch, hoffe ich. So. Weil ich muss jetzt. Hier vielleicht noch drin? Nö, aber Eisen. Jetzt ist das Eisen weg. Eisen kriege ich so langsam richtig viel. So, muss ich sagen, hammermäßig. Nein! Bin ich blöd? Gott, bin ich dumm. Da lacht sogar mein Kind. Ich hab mein Schwert in die Lava geschmissen. Oh, dumm. Oh, bin ich dumm. Wow. Oh, bin ich dumm. Aber ich hab noch eins. Trotzdem. Oh, bin ich dumm. Ich schmeiß mein Schwert in die Lava. Boah. Boah. Gott, ihr klappt. Boah. Wie kann man so hohl sein? Mensch. Ich wollte ja eigentlich gar nicht. Ich wollte ja eigentlich das hier in die Lava schmeißen, ne? Hab da ich bestimmt. Ich mich jetzt verarsche? Hab da ich bestimmt schon gedacht gehabt, ne? Aber meine Tastatur hat mal wieder. Nicht so funktioniert, wie ich wollte. Gott, wie kann man das hohl sein? Schmeiß ich einfach mein Schwert in die Lava. Mein schönes Schwert. Naja, was willst du machen, ist jetzt halt so. Boah. Ach, ja. Tja, das passiert, wenn man nicht richtig aufpasst, wenn man zu unkonzentriert arbeitet.
Aber ich sehe ja schon, die Folge ist zu Ende. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Andernfalls, nicht. Kommt auf meinem Kanal vorbei, abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Schreibt auch hier wieder in die Kommentare, gefällt euch die Kamera, gefällt sie euch nicht? Gefällt euch meine Aufnahme? Ach ja. Und bis dahin, tschüss, bis zur nächsten Folge von Minecraft.